Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Mein Name ist Hazel Brugger. Ich heiße wirklich so. Die Leute fragen mich oft, ah, Hazel, ist das ein Künstlername? Nein, also meine Eltern haben mich so genannt. Sie haben mich angeschaut, oh, Hazel, wäre doch cool, wenn wir jemanden zu Hause hätten, den wir mobben können. Und ich werde das so oft gefragt, Hazel Brugger, ist das ein Künstlername? Und ich denke mir, nein. Also erstens, was ist das für ein hässlicher Künstlername? Das ist ja furchtbar. Zweitens, denken Sie wirklich, dass ich mir nichts Besseres ausdenken könnte? Also Hazel geht ja noch, aber dann Brugger, wieso? Das ist so nach zwei Silben schon aufgegeben. DJ Bobo, das ist einfach nicht cool. Aber ich heiße so, ich habe jetzt ein Patenkind gekriegt. Das klingt so ein bisschen salopp, also man kann ja auch sagen, ich habe Fußpilz gekriegt. Das ist nicht vergleichbar. Also man sagt nie, wo habe ich denn jetzt dieses Patenkind aufgelesen? Sondern man merkt das, das ist eine soziale Transaktion. Also er kriegt in 14 Jahren ein Moped von mir. Ich weiß nicht genau, was ich von ihm kriege. Im Moment eigentlich noch nicht so viel, aber er ist sehr süß. Müssen Babys auch sein. Also jedes Baby ist automatisch süß, weil sonst gäbe es überhaupt keinen Grund, sie nicht zu töten. Sie können gar nichts, also wirklich, sie können sich nicht wehren, sie können nicht zum Diskurs beitragen. Sie alle waren mal so süß, dass man sie nicht töten wollte, das ist Wahnsinn. Und falls Sie noch nie ein Baby gesehen haben, ich kann es jetzt schlecht zeigen, ich habe nur eine Hand frei, ich habe dieses Handmikrofon, ich könnte auch mit einem Headset auftreten. Headset für die von Ihnen, die nicht wissen, was das ist, das nennt man so, das sieht aus wie so eine hautfarbene Warze, die so vor dem Mund herumschwebt. Also Hautfarben, wenn Ihre Haut auch diese Farbe hat, sonst ist es für Sie einfach eine sehr hässliche Farbe. Und mit einem Headset ist super, man kann damit singen, tanzen, alles mögliche. Also wenn man es vorher auch kann, ich könnte jetzt nicht plötzlich tanzen, wenn ich das anziehe, aber wenn man es vorher kann, kann man es auch nachher. Und das Problem beim Headset ist, dass man in der Gesäßtasche dann so ein Senderböckschen hat, das mit diesem Kopfteil verbunden ist durch ein Kabel von fixer Länge. Auf der Bühne kein Problem, bis dann die Pause kommt und man aufs Klo muss. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Ich ziehe mal die Hose aus, bevor ich aufs Klo gehe. Also ich ziehe sie runter. Ich ziehe sie nicht aus und lege sie in den Schrank und mache mir einen Kaffee, sondern ich ziehe sie runter. Und je nach Dringlichkeitsgrad ist das dann mit einem Headset extrem schmerzhaft, weil das macht dann so. Es sieht absolut bescheuert aus. Das ist nicht so ein Problem. Mir schauen sehr selten Leute dabei zu, wie ich Pipi mache. Das können sich die wenigsten leisten. Aber das Problem ist, ich habe das so oft gemacht, ich bin so oft mit einem Headset aufgetreten, dass ich dann das auch zu Hause gemacht habe, wenn ich gar keins anhatte. Also ich bin einfach so zu Hause aufs Klo. Und auch umgekehrt, wenn ich so einem Flugzeug nachgeschaut habe, dann habe ich mir so ein bisschen in die Hose gemacht. Natürlich, ist natürlich praktisch, wenn man so im Club ist und jemand spricht einen an, auf den man keinen Bock hat. Also wenn irgendjemand mich angesprochen hat, der nicht ich ist, dann habe ich einfach ein paar Mal so gemacht, mir in die Hose gemacht, zack, schönen Abend alleine zu Hause. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass ich jetzt kurz dieses Hilfsheadset hier verwenden muss. Lohnt sich gar nicht, dauert ungefähr 2 Sekunden. Aber so ein Baby, wenn das frisch da ist, das ist wahnsinnig süß, sieht ungefähr so aus. In Australien so. Also es ist ungefähr so groß wie ein Brot. Es kann auch genauso viel wie ein Brot. Aber es ist zu 100% glutenfrei, außer Sie füttern es natürlich mit Weizenroggengerste, dann nicht mehr essen, wenn Sie Zöliakie haben. Und ganz, ganz wichtig, im Gegensatz zum Brot, das Baby immer auch unterm Popo halten. Ich habe mal den Fehler gemacht, habe ihn nur am Kopf gehalten. Der Hals ist immer länger geworden, je voller die Windel. Naja, Sie haben dann ein neues gemacht und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er ist ein sehr symmetrisches Baby, Kaiserschnitt-Baby. Ich war auch ein Kaiserschnitt. Ich habe nichts gegen normal geborene Leute. Ich finde das okay. Also manchmal trifft man ja dann so Leute und sieht so, ah, okay, mindestens 30 Stunden bei diesem Schafsgrind. Aber ich stelle mir eine Geburt auch sehr schwer vor. Also ich versuche mir oft meine Mutter bei meiner Geburt vorzustellen, weil ich habe gemerkt, wenn man erwachsen wird, ist es ganz schwierig, dass man die Eltern immer, immer, immer respektiert, weil man ja merkt, dass die Eltern auch nur Menschen sind. Also das ist das Schlimmste am
erwachsen werden. Ich merke selber von mir, ich bin keine durchwegs gute Person. Das kommt jetzt als Überraschung. Aber ich bin so 40% der Zeit ein Arschloch und meine Mutter liebt mich aber 100% der Zeit. Und deswegen kann ich sie leider nie voll und ganz respektieren. Also es ist so... Ein Teil von meinem Beruf ist es, im Fernsehen Politiker zu verarschen. Und als ich das angefangen habe zu machen, dachte ich, oh Gott, meine Mutter darf das auf gar keinen Fall sehen, weil sonst flippt die aus, dass ich nicht Tierärztin geworden bin oder was auch immer sie von mir wünscht. Und dann hat sie das gesehen und sie hat sich gemeldet und gesagt, also Häselmaus, wie du diese Umweltministerin fast zum Weinen gebracht hast. Also das war so schön. Ich bin so stolz auf dich. Und deswegen kann ich sie nicht wirklich respektieren. Und es ist ja auch... ein großes Problem des Menschen, dass sobald der Mensch ein Kind hat, das selber dazu bereit ist, ein Kind zu haben, dann braucht es den Menschen biologisch nicht mehr. Also es tut mir leid, es ist leider wahr, aber wenn sie über 50 sind, es gibt keinen evolutionären Grund, warum sie noch leben. Es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz schlimm, aber es ist wahr, sonst würden sich nicht so viele Männer kurz vor der Rente noch so ein Carbonrad kaufen und dann so in einem plastifizierten Presswurst-Outfit in ihren eigenen Tod pedalen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so ein Ehepaar da, wo er nicht klatscht und sie so voll, so ja, er nervt. Aber ich liebe meine Eltern. Ich glaube einfach Kontakt mit den Eltern, wenn man schon ausgezogen ist, das ist ein bisschen so wie seine Tage haben. Also wenn es länger nicht passiert ist, denkt man sich so, da ist irgendwas im Busch. Und wenn es dann passiert, denkt man sich schon nach den ersten 2 Minuten so, oh, also darauf könnte ich längerfristig auch verzichten. Und deswegen versuche ich mir meine Geburt vorzustellen, einfach um so ein bisschen dankbarer zu sein. Ich glaube, eine Geburt ist sehr schwierig. Das kann man sich so vorstellen, man sitzt so zu Hause, denkt an nichts Böses. Und dann so aus einer Ecke kommt irgend so ein Hallodri ins Wohnzimmer geschlichen und schmeißt einem einen 85 Kilo schweren rasierten Bernhardinerrüden auf den Wohnzimmerteppich und sagt dann so, diesen Hund stellen Sie bitte jetzt raus in den Vorgarten. Dann würde ja jeder normale Mensch einfach die Haustüre öffnen und sagen, Hund, du gehst jetzt nach draußen. Und niemand würde 33 Stunden lang unter Schreien und Schwitzen und Bluten und Verlust jeglicher sexueller Rest würde dem Partner gegenüber versuchen, diesen Hund durchs Katzentürchen zu pressen. Es tut mir sehr leid, falls Schwangere da sind. Also grundsätzlich. Auf jeden Fall... bin ich sehr froh, dass ich diesen Namen hatte. Ich wurde ziemlich oft gehänselt, gehäselt. Und das stärkt den Charakter, glaube ich. So ein bisschen Mobbing stärkt den Charakter. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Manchmal lernt man ja so Leute kennen und man merkt so, dein Problem ist, dass du einfach zu wenig gemobbt wurdest. Deswegen bist du jetzt Spitzenkandidat bei der FDP. Und... irgendwann kann man sich nicht mehr mobben. Also irgendwann ist es zu spät. 2 Erwachsene, wenn die sich mobben, dann ist es illegal. Aber so als Kind, so ein ganz ein bisschen, so minimal, dann, das ist so wie ein teurer Käse, wo man sagt, ein bisschen leckerer, leckerer Käse. Aber ich muss auch so ein bisschen kotzen. Das ist ein Käse mit Charakter. Und genauso ist es bei Leuten auch. Und ich konnte dann als Abwehrreaktion darauf Humor entwickeln. Ich glaube, Humor ist nichts Normales. Also niemand, der normal ist, braucht Humor. Humor braucht man nur, um von sowas tief in einem drinnen abzulenken. So dieses Gefühl von Unausgeglichenheit, so diese nagende, kratzende Leere, die man so in sich spürt, die einen dazu zwingt, dass man nicht einfach beim auf den Bus warten nichts tun kann, sondern dass man dann so sein Handy rausnehmen muss und immer wieder aktualisiert, schon wieder keine Freundin, schon wieder, ach sorry, das hat mir fast ein bisschen in die Hose gemacht, aber so dieses Gefühl von ewiger Unausgeglichenheit, das muss man in sich tragen und dann kann man Humor entwickeln. Humor ist nichts Normales, also niemand, der normal ist, braucht Humor. Es tut mir auch leid, falls Sie jetzt mindestens ein halbes Mal gelacht haben heute Abend, Sie sind nicht normal. Niemand, der perfekt ist, attraktiv, über starken sozialen Rückhalt verspürt, gute finanzielle Mittel, niemand, der so ist, braucht Humor. Es ist auch was sehr Neues in der menschlichen Entwicklung, dass man überhaupt Humor haben muss. Also es kam dann irgendwann im Laufe der Industrialisierung dazu. Dann hat so der Mensch gemerkt, okay, es gibt Maschinen, die alles besser machen als ich und viel günstiger sind. Okay. Und dann haben sie angefangen,
zu lachen. Es gab keine lustigen Neandertaler. Also alle Neandertaler-Dokus, die sie jemals gesehen haben, die sind nicht am Lachen. Die haben gar keine Zeit gehabt. Die waren viel zu beschäftigt damit, nicht zu sterben. Also es gab niemanden, der dann Witze gemacht hat, der dann so da stand und dann so gerannt ist mit seinem Stein in der Hand und seinen Klumpfüßen und dann so hinter einem Bison hergejagt ist und gesagt hat, yo Bison! Kennst du den schon? Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und sagt, Entschuldigung, haben Sie Flip-Flips? Und das Bison so, oh mein Gott, das ist so fucking funny, schlitz mich auf und friss mich. Das ist nie passiert. All die Vorfahren von uns, die Humor hatten, sind nicht unsere Vorfahren. Die sind ungebumst gestorben. Und ich habe mich dann mal gefragt, warum haben eigentlich offiziell so viel mehr Männer so viel mehr Humor als Frauen? Was ist da genau los? Also es ist eine furchtbare Statistik. Ich glaube, es stimmt. Ich werde immer damit konfrontiert. Die Leute fragen mich immer, oh, wie ist das so als Frau in der Comedy-Szene? Keine Ahnung. Also erstens ist es, ich habe überhaupt keinen Vergleichswert. Ich kann eigentlich nicht wirklich unparteiisch antworten. Und zweitens ist es voll okay. Es ist absolut okay als Frau in der Comedy-Szene. Es ist halt mühsam, dass ich einmal im Monat auf der Bühne ausrutsche auf meinem eigenen Menstruationsblut. Aber nein, nee, nicht, dass ihr das jetzt glauben, falls ihr ein Mann seid. Also ich rutsche da nicht aus, ich skate dann so rein. Aber ich glaube trotzdem, dass es mehr aktiv lustige Männer als aktiv lustige Frauen gibt. Vielleicht sagen sie jetzt so, nein, stimmt voll. In meinem Kopf klingen sie übrigens alle genauso. Aber es kann sein, dass sie sagen so, die Silvia ist so witzig. Ja, ja, ja. Vielleicht ist in ihrem komischen Volleyballclub Wiesbaden-Ost, da schwirren wahnsinnig viele crazy funny Bitches rum. Das kann schon sein. Wenn so eine Person alleine klatscht, bitte klatschen Sie einfach mit, weil es ist so, gar nicht wegen mir, aber ich meine, wer fängt in einem vollen Haus wer fängt alleine an zu klatschen? Ist ja offensichtlich sozial total inkompatibel. Wir wollen Ihnen heute Abend das Gefühl geben, dass auch Sie zu einer größeren Gruppe dazugehören können. Aber es kann sein, dass sie viele lustige weibliche Freunde haben. Das ist möglich. Dann sind sie einfach mit Psychopathinnen befreundet. Ist kein Problem. Aber das müssen sie mit einberechnen, weil es stimmt. Es gibt mehr aktiv lustige Männer als aktiv lustige Frauen. Es ist auch eine wahnsinnig unterschiedliche Auffassung davon, was es bedeutet, Humor zu haben, wenn man ein Mann ist, wie wenn man eine Frau ist. Also Wissenschaftler haben alle Leute befragt, also nicht alle Leute, sonst wären sie auch dabei gewesen, dann würden sie jetzt so sagen, so, brauchst du mir nicht zu erzählen, ich war dabei. So, also es ist einfach so, ein Großteil von Leuten haben sie befragt und sie haben gefragt, was wünschen sie sich an einen Partner oder einer Partnerin. Sie haben sowohl Männer als auch Frauen zu gleichen Teilen befragt und 95% von allen haben gesagt, das Allerwichtigste ist, dass der Mann oder die Frau Humor hat. Das hat aber was total Unterschiedliches bedeutet, wenn das ein Mann gesagt hat, wie wenn das eine Frau gesagt hat. Wenn die Frau gesagt hat, sie hätte gerne einen Mann mit Humor, hat sie gemeint, einen Mann, der sie zum Lachen bringt. Und wenn der Mann gesagt hat, er hätte gerne eine Frau mit Humor, hat er gemeint, eine Frau, die über seine Witze lacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich mich in dieser Statistik wiederfinden soll, aber ich sitze jetzt sehr oft einfach alleine zu Hause und lache über meine eigenen Witze und der Sex ist fantastisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall glaube ich, dass so viele Männer so viel mehr Humor haben als Frauen, weil sie von Tag 1 an aufwärts, also von Babybubenbrotalter an aufwärts, werden Männer jeden Tag von ihrem Leben mit dem witzigsten Bild der Welt konfrontiert. Unerregierte Penisse. Man nennt das auf Schweizerdeutsch, also ich komme aus der Schweiz, dort heißt das Schnäbbi. Schnäbbi ist auch super für ein Verfahren, das ich die verbale Verhütung nenne. Das ist einfach, wenn man so einen Schweizer vor sich hat und der ist ready, dann schaut man ihn einfach an und sagt, ah, Schnäbbi, zack, nicht schwanger. Auf jeden Fall, so ein unerregierter Penis ist ein Geschenk. Also ich glaube, wenn es einen allmächtigen Gott und Schöpfer gibt, der uns alle kreiert hat und der einen höheren Plan für unser aller Leben besitzt, dann ist der unerregierte Penis seine Art und Weise, uns mit einem Augenzwinkern zu zeigen, dass er ein cooler Typ mit einem guten Sinn für Humor ist. Weil es kann gar kein Zufall sein. Also wenn Sie es schon mal gesehen haben, vielleicht sind Sie ein Mann, haben es immer nur von oben gesehen. Ich möchte jetzt eine Seitenillustration zeigen.
falls ich, also ich habe es auch noch nie in echt gesehen, weil, nein, viel zu oft. Auf jeden Fall so ein unerregierter Penis sieht ein bisschen so aus wie ein kleiner, kleiner Mann, der eine Geschichte erzählt und diese Geschichte ist nicht gut. Also er steht so in einer ganz tristen Umgebung, man weiß nicht genau wo, so vielleicht Bahnhofsregion Pforzheim oder so. Er steht jetzt da, man weiß nicht genau, ist sein Körper zu klein, sind seine Kleider zu groß, was ist da passiert? Jemand hat ihm die Wirbelsäule gestohlen. Er hat gerade rausgefunden, dass er sich scheiden lassen muss und merkt jetzt so, oh, kochen ist voll schwer. Und jetzt schlendert er da so durch dieses Pforzheim. Je nach Religion trägt er noch einen Rollkragenpullover. Im Hintergrund läuft grauenhafte Musik, man weiß nicht, was es ist. Es verstößt gegen mehrere Menschenrechte, vielleicht so die Wiener Sängerknaben interpretieren ein Jazzalbum von Silbermond, also ganz schlimm. Und er läuft jetzt durch dieses Pforzheim und hinter sich her zu allem Überfluss. Und er weiß gar nicht warum, aber es ist einfach immer mit dabei. Sieht schon richtig fertig aus mittlerweile. Hinter sich her schleift er so zwei mega überfüllte, abgewetzte, ausgeleierte, lederne Müllsäcke her. Und er wartet darauf, dass jemand ihn respektiert. Und dann ist ja klar, dass Männer mehr Humor haben als Frauen. Also, jetzt bin ich nicht mehr in dieser Rolle. Nicht, dass sie sich jetzt fragen, so, wow, jetzt freut sie sich aber. Aber ich glaube, das Schöne daran ist, dass das ja bedeutet, dass auch Frauen Humor entwickeln können. Also, als Frau können sie sich einfach jeden Morgen 10 Minuten lang, anstatt zu meditieren, einen unerregierten Penis vors innere Auge rufen. Lieber vors Innere als vors Äußere, sonst ist es einfach viel mehr logistischer Aufwand. Und dann wird auch ihr Ego eine Schwelle entwickeln, wo es so beim Drüberklettern anfängt, über sich selber zu lachen. Weil das bedeutet ja, Humor zu haben. Es bedeutet, dass man sich selber nicht so ernst nimmt, dass man sich nicht so schämt. Ich schäme mich viel zu oft leider. Das ist so eine Schweizer Nationalsportart, dass man sich extrem viel schämt. Die Leute missverstehen das immer für Höflichkeit. Die denken immer, wir sind höflich, aber wir haben einfach keine Eier dazu, noch brutaler zu sein. Die Schweizer sind auch rhetorisch nicht so fit, um nicht neutral zu sein. Also man sagt immer, ah, diese Schweizer, die sind politisch, das ist echt super, dass die so neutral sind. Aber stellen Sie sich mal einen Schweizer Diktator vor. Also wie soll denn das aussehen? Wer soll denn das machen? DJ Bobo oder Roger Federer? Mehr haben wir einfach nicht. Der stellt sich dann so vors Volk und sagt so, Entschuldigung, ist dieses Ding on? Ja, hallo? Also, hallo Volk, schön, dass Sie alle 5 gekommen sind. Ja, ich habe gedacht, die anderen Völker, die nerven uns ein wenig. Wir haben sie uns angesehen, im Treppenhaus riecht es immer komisch nach ihrem Essen um 10.30 Uhr. Ich meine, wer fängt schon so früh an, Zwiebeln zu kochen? Ich frage mich ganz ehrlich, sie sehen komisch aus, ein bisschen anders als wir. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir sie bitte alle gemeinsam töten sollten. Also wenn sie auch Lust haben, nein, gut, okay, ich gehe wieder, Ari. So, das wäre eine Schweizer Diktatur und das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man sich so ein bisschen schämt. Also so eine gewisse Schamgrenze bewahrt einen ja auch davor, viele sehr dumme Dinge zu tun. Aber ich glaube, man schämt sich zu oft als Erwachsener. Ich leihe deswegen gerne Kinder. Nicht jetzt so, wie Sie meinen, ich weiß, wie ich rüberkomme, aber ich stehe nicht auf Kinder. Also das ist wirklich was, da ziehe ich eine Grenze. Ich finde Kinder einfach nicht attraktiv. Ich will nicht pauschalisierend sein. Also ich meine, so Hennes Bender finde ich schon okay, aber ich finde einfach die Attribute, die Kinder verkörpern, nicht gut. Die sind klein, smelly, klebrig, stehen gerne auch am Samstag morgens um 6:30 auf, um ein 24-teiliges Puzzle zu lösen. Ich druck dir das Bild gerne aus, du musst es nicht mehr zusammensetzen. Also wirklich sehr mühsame Charakterzüge, aber mit einem Kind gemeinsam kann man die Welt neu wahrnehmen. Man merkt dann auch, wie verklemmt man so ist als Erwachsener. Also man schämt sich ja viel zu oft für Sachen, die gar nicht so wichtig sind. Man kann sich als Erwachsener selektiv schämen, dann entscheidet man sich so, ah, jetzt schäme ich mich, jetzt nicht. Als Kind schämt man sich nie.
Das kann man nicht. Man hat diese Fähigkeit noch nicht, weil Kinder so damit beschäftigt sind, immer wieder Fehler zu machen und daraus zu lernen, dass sie gar keine Zeit haben, sich zu schämen. Es wäre ja auch hinderlich, wenn man sie versuchen würde zu wickeln und das Kind schämt sich so, geh weg, komm in 12 Jahren wieder, wenn es verkrustet ist. Das geht nicht. Dazwischen ist die Pubertät. Dort lernt man dann mal so, wie man sich so richtig schämt. Da kommt dann das Leben zu einem und sagt, ja, hallo, hast du dir schon überlegt, dass du dich jetzt bitte 5 Jahre lang am Stück schämen musst? Was? Aber ich bin 12 und extremely confident. Wieso sollte ich mich schämen? Und das Leben macht Bing, Bang, Bung und man hat Pickel und schmerzende wachsende Kinderbrüste und Arme, die so lang sind, dass man jedes Senfglas kaputt schlägt. Und nachher ist man erwachsen. Und ich schäme mich viel zu viel. Ich entscheide mich dazu, mich viel zu oft zu schämen. Ich schäme mich sowieso, wenn andere was machen. Könnte ja sein, dass die vergessen, sich zu schämen. Und dann entsteht ein Schamvakuum und das Universum implodiert und ich bin schuld. Mega peinlich. Ich schäme mich aber neuerdings auch für Sachen, die mir noch nicht passiert sind. Einfach so präventiv, damit ich dann weiß, wie ich mich fühlen muss. Zum Beispiel, haben Sie schon mal Sex gehabt, während ein Haustier im selben Raum war? Also ein Haustier und noch ein Mensch. Ich bin sehr froh, dass Sie so reagieren. An dieser Stelle ein kleiner Fun-Fact, leider ohne Fun. Sodomie ist das einzige Wort in der deutschen Sprache, das ausschließlich aus Abkürzungen für Wochentage besteht. Also Sonntag, Donnerstag, Mittwoch darf der Labrador aus dem Keller oder muss runter in den Keller, wenn Sie Österreicher sind. Gut, auf jeden Fall leih ich sehr gerne Kinder. Ich bin dann mit der 5-jährigen Schwester, ja gut, Sie haben gelacht, ich finde es nicht lustig, aber ich bin mit der 5-jährigen Schwester von meinem Patenkind ins Museum gegangen. Ich wollte einfach wissen, wie sieht so ein Museum aus für ein Kind. Ich liebe Museen, ich finde das wahnsinnig tolle Orte. Ich glaube, Museumsbesitzer sind sehr romantische Leute. Also ein Museumsbesitzer ist im Prinzip einfach ein sehr, sehr reicher Messi. Ein Messi ist jemand mit einer psychischen Störung, der kann nichts wegschmeißen. Der hat so 3,5 Tonnen alte Plastiktüten im Keller. Man könnte sie ja irgendwann noch brauchen. Gehört, die sind sehr praktisch, wenn man zum Beispiel alte Plastiktüten transportieren will. Und ein Museumsbesitzer hat so viel Geld, dass er keine banalen Alltagsgegenstände sammelt, sondern Sachen, die man eh nicht brauchen kann. Also Kunst. Und dann kauft er sich ein Haus, stellt das da rein, man kann Eintritt zahlen. Zack, ist es keine psychische Störung mehr, sondern Hochkultur. Also ein bisschen ist es so wie das, was jetzt gerade passiert, weil ich würde ja auch auftreten, wenn gar niemand zuschauen würde, aber dann ist es halt eine psychische Störung und und so ist es immerhin noch Kleinkunst. Also vielen Dank, dass Sie zuschauen und ich bin dann mit mit der Schwester von meinem Patenkind in dieses Museum gegangen. Übrigens, stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit einem Messi zusammen. Er würde sich nie von Ihnen trennen. Und wenn schon, dann sind Sie hässlicher als 3,5 Tonnen alte Plastiksäcke. Und dann ist es eh nur eine Frage der Zeit, bis es weggeht. Und wir sind dann in ein Museum gegangen zusammen. Ich wollte einfach wissen, wie sieht das aus. Wir sind in meine Lieblingsabteilung gegangen, in die Ägyptenabteilung. Ich liebe die alten Ägypter. Die sind einfach nur crazy gewesen. Also die haben nur Sachen, die entweder wahnsinnig morbid sind oder Katzen oder überraschte Leute von der Seite. So, ich werde fotografiert. Immer nur von der Seite. Ich habe mich dann gefragt, haben es die alten Ägypter nicht hingekriegt, Leute von vorne zu zeichnen? Also doch voll einfach, Doppelpunkt, Klammer geschlossen, bam, fertig. Aber die haben das nicht geschafft. Immer nur von der Seite in allen möglichen Hierarchieformen und so weiter. Mir ist dann aufgefallen, ich glaube, Ägypten war früher sehr, sehr schmal. Also, das wissen Sie, wenn Sie katholisch sind, die Erde war früher eine Scheibe und die nördliche Hemisphäre war oben und die südliche war unten und Ägypten war genau am Rand. Also die hatten gar keine Option, wenn da so ein Ägypter saß mit seiner Staffelei, weil er wieder in der Nacht bekifft auf D-Max Bob Ross geschaut hat. Also, falls Sie Bob Ross nicht kennen, Sie haben noch nicht gelebt. Und er hat so gemalt, Happy Little Egypt, und ein zweiter Ägypter wollte vorbei, dann musste der so gehen, sonst wäre der sofort runtergefallen. Der musste dann so, oh, Entschuldigung.
Falls ich mal Kinder habe, dann fragen die mich so: Mama, was machst du beruflich? Ich mache so und spiele unerregierte Penisse. Naja, sie werden nicht stolz sein. Auf jeden Fall mussten die so gehen, sonst wären die gerade runtergefallen. Also rechts der Abgrund, links der Abgrund, so muss man sich das alte Ägypten vorstellen. Living on the edge, das haben die erfunden. Deswegen auch diese morbide Faszination. Sie haben dann auch Katzen deswegen verehrt, weil die konnten großartig mit dieser Situation umgehen. Die sind nie runtergefallen. Man hat sie auch sehr platzsparend entsorgt. Katzenmumie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, eine Katzenmumie, das sieht ein bisschen so aus, wie wenn Sie so eine mega teure Pfeffermühle nehmen. So eine, die Sie Ihrer Schwägerin schenken würden, die Sie nicht so mögen, aber Sie wollen ihr zeigen, dass Sie mehr verdienen als Sie. Also einfach eine sehr, sehr klassische Schwägerin. Wenn Sie so eine Pfeffermühle nehmen und der dann so einen mega alten Schlafanzug anziehen, dann haben Sie eine Katzenmumie. Und die fünfjährige Schwester von meinem Patenkind hat mich dann gefragt, was ist das? Ich habe ihr das Beispiel erklärt mit der Pfeffermühle. Sie fand es überhaupt nicht lustig, weil, wie gesagt, sie ist fünf und sehr, sehr dumm. Und dann hat sie gefragt, ja, aber was ist das? Ich habe gesagt, ja, eine tote Katze. Was? Katzen können sterben? Ich dachte, die haben sieben Leben. Ja, dann können sie siebenmal sterben. Was? Meine Katze auch. Ja, so speziell ist sie nicht. Was? Wann? Vielleicht jetzt gerade, während wir drüber reden. Oh. Sie fand es überhaupt nicht lustig. Ich dachte, ich mische jetzt hier so ein bisschen die Stimmung auf. Haha, aber sie hat geweint und geweint. 2,5 Stunden lang. Man ist überrascht, was für eine Menge an Wasser in so einem kleinen Kind steckt. Am Schluss sah sie aus wie so eine salzverkrustete Rosine mit Turnschuhen. Und ich dachte mir so, bin ich eigentlich gerade mit der größten Lusche aus der Schweiz unterwegs oder was ist hier los? Und dann wurde mir klar, dass sie bis zu diesem Moment dachte sie, jetzt hören Sie mal, wie dumm die ist, bis zu diesem Moment dachte sie, dass alle Leute einfach so sind, wie sie sind. Das heißt, es gibt fünfjährige Mädchen, die werden als fünfjährige Mädchen geboren. Es gibt Frauen wie ich, die werden als Frauen wie ich geboren. Es gibt den Opa, der hat ja ein bisschen die Arschkarte gezogen, der wird als Opa geboren. Aber dass jeder in so einem Zyklus feststeckt und jeder irgendwann mal dran ist mit Katzenmumie spielen, das hat sie nicht gewusst. Das habe ich ihr gerade in dieser grauenhaften Ägyptenabteilung erklärt. Und das ist ja eine furchtbare Erkenntnis. Also man kann das Leben ja in vor und nach dieser Erkenntnis einteilen. Vorher ist cool, nachher ist Steuererklärung. Und ich glaube, dass der Umgang mit diesem Moment, das sagt ganz viel über eine Person aus, wie man mit diesem Moment umgeht, dass man weiß, dass man irgendwann mal stirbt. Und ich glaube, wenn es einem so ein bisschen egal ist, dann kann man mit ein bisschen mehr Egalheit und Gelassenheit in den Tag starten. Also ich versuche mir jeden Tag so ein Mantra zu sagen. Am Morgen ist eigentlich eine Snoopy-Weisheit, aber ich sage mir das jeden Morgen. Also morgens bin ich nicht wach, aber so 14.30 Uhr versuche ich mir das zu sagen, und das ist: eines Tages stirbt man, aber an allen anderen Tagen nicht. Also das heißt, wenn man sich sein Leben so als Zeitstrahl vorstellt, ich mache auf der X-Achse, Sie können auch Y, wenn Sie crazy sind, ich wollte nur angeben, ich hatte 8 Wochen Mathe. Wenn man sich sein Leben so vorstellt, dann stirbt man so die ganze Zeit immer wieder nicht. So, schon wieder nicht, knapp gewesen, erst Mittwoch, immer wieder nicht. Und dann ganz am Schluss, so einmal, für nicht mal eine Minute effektiv stirbt man. Also statistisch betrachtet ist der Tod komplett vernachlässigbar. Und trotzdem machen alle einen riesen Geschiss draus. Er ist gestorben. Ja, ja. Aber er ist ja vorher die ganze Zeit immer wieder nicht gestorben. Und da hat auch niemand drüber geredet. Und ich glaube, wenn wir anfangen, da ein bisschen mehr drüber zu reden, dann können Sie alle, auch wenn Sie kein Schnäbi zu Hause haben, ein bisschen mehr über sich selber lachen. Vielen Dank.